Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Barbecue, geil, aber günstig. Ja, heute gibt es geräucherten Schweinebauch. Bleibt gespannt. So, für unseren Würzbauch, den wir später kalt räuchern wollen, brauchen wir folgende Gewürze. Nitritpökelsalz, Koriander, Pfeffer, Knoblauch und Majoran. Genau, die genauen Mengenangaben, ja, wie immer in der Beschreibung im Video. Ja, hier ist es auch ganz einfach. Wir gehen her, wir mischen die Gewürze miteinander, reiben das Fleisch damit ein. Ja, und dann kommt das Ganze für 3 Wochen in die Kühlung. Ich werde das Ganze auch vakuumieren. Und wenn das Ganze vakuumiert ist, ja, muss es auch jeden Tag einmal gedreht werden. Ja. Das war es auch schon, also somit auch wieder kein Hexenwerk. Ja, wichtig ist noch zu sagen, dass der Bauch knochenfrei sein muss. Ich habe das Stück jetzt hier aus dem Großmarkt. Ja, da waren schon keine Knochen mehr drin. Ja, umso besser, sage ich mal, weil, ja, hatte ich weniger Arbeit. So, wir gehen her, wie gesagt, bestreuen das Ganze wieder. Gucken auch, dass wir hier zwischenordentlich würzen. Dass wir da nichts vergessen, dass das ordentlich durchziehen kann. So, dann nehmen wir die Seiten schön mit. Ja, wenn es komplett gewürzt ist, wie gesagt, dann wird es vakuumiert und kommt für 3 Wochen in den Kühlschrank. So, das Fleisch ist eingetütet. Die Gewürze, die noch übrig geblieben sind, habe ich mit in den Beutel reingetan. Ja, dann können wir das Ganze vakuumieren. Ja, und wie gesagt, dann geht es für 3 Wochen in den Kühlschrank und muss einmal pro Tag gewendet werden. Ja, dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. So, das Warten hat ein Ende. Die 3 Wochen sind um. Ah. Boah, was ein Duft. Ah, schaut euch den mal an. Der ist auch schon härter geworden. Hat auch schon ein bisschen Farbe angenommen. Ja, wir gehen her, waschen den Bauch jetzt mal mit lauwarmem Wasser ab. Richtig ordentlich. Dass wir da keine Gewürztaschen mehr haben. Und hier freue ich mich schon besonders drauf. Ja, dann gehen wir jetzt her und tupfen den ein wenig trocken, beziehungsweise richtig trocken, nicht ein wenig. Dazu nehmen wir hier Krepppapier. So, wenn der einigermaßen trocken ist, dann gehen wir her und hängen den Bauch für 2 bis 3 Tage, je nachdem, wir müssen den zwischendurch kontrollieren, hängen wir den auf zum Trocknen. Ja, und wenn er trocken ist, kann er schon geräuchert werden. Also, super, ein ganz, ganz tolles Stück habe ich hier erwischt. Ist auch gar nicht mal so fettig. Ja, von daher würde ich sagen, hole ich euch wieder ab, wenn der getrocknet ist und die Vorbereitungen fürs Räuchern getroffen werden. So, es ist nun soweit. Der Bauch ist ordentlich getrocknet.
Ich habe dafür jetzt einen Tag gebraucht. Ich habe den Bauch vor einem kleinen Lüfter gestellt, dass da die Trocknung etwas schneller vorangeht. Ja, jetzt gehen wir zum Räuchern über. Wir räuchern mit Buchenmehl bzw. Buchenspäne. Kalt geräuchert wird bei 25 Grad für 3 Stunden. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, 3 Stunden sind jetzt um. Wir öffnen mal das gute Stück und warten mal, bis der Rauch sich verzogen hat. Ja, ich würde sagen, ein Prachtstück. Jo. Jetzt müssen wir den noch 1 bis 2 Tage durchbrennen lassen. Ja, und dann werden wir zum Anschnitt kommen. So, der Würzbauch ist jetzt ordentlich durchgezogen. Dann wollen wir mal den Schinken oder den Bauch anschneiden. Ich freue mich schon wie einen großen. Weil ich so lange warten musste. Ja. Hoho. Ja, wie man ihn kennt aus dem Geschäft. Nur ich denke, er wird noch besser schmecken. Schaut mal. Ja, nichtsdestotrotz, wir müssen probieren. Ich schneide mal eine dünne Scheibe ab. Ja, ich müsste die Schwarte einschneiden. Oh. Der Duft. Gewürze komplett durchgezogen. Vom Rauch her mega lecker. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Ist nicht schwer herzustellen. Die Wartezeit beträgt halt 3 Wochen. Aber ansonsten würzen, vakuumieren, für 3 Wochen in den Kühlschrank, für 3 Stunden räuchern. Ja, und dann ist das Ganze erledigt und dann kriegt ihr so einen leckeren Schinken. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, wie immer, drückt den Daumen nach oben, klickt die Glocke, damit ihr immer up to date seid. Bis bald!